Also die Geschäftsbeziehung zu Eagle ist eine sehr, sehr gute, wie ich finde. Das heißt, wir haben eine tolle Zusammenarbeit. Wir sind Goldpartner vom Status her. Die Eagle-Partnerschaft besteht schon eine ganze Weile und ich glaube, wir haben 10-Jähriges dieses Jahr. Also von daher ist es sogar ein Grund zum Feiern. Also wir haben mit den Eagle-Produkten, die wir nutzen, die helfen uns sehr in den Virtualisierungsprojekten. Das heißt also insbesondere der UD Pocket ist ein cooles Tool, um quasi so einen kleinen Eagle mal überall mit hinzunehmen und sich einzulocken. Das ist ein schönes Ding, wo ich quasi hardwareunabhängig agieren kann. Das ist das eine. Und das andere ist das Eagle Gateway, Cloud Gateway heißt es meines Erachtens, was auch uns wahnsinnig unterstützt dabei. Ansonsten ist es toller Stuff, mit dem man gut arbeiten kann und der Spaß macht. Und insbesondere das Eagle Management ist intuitiv bedienbar und sucht seinesgleichen. Also wir haben mit Eagle-Produkten insbesondere zu tun im Kontext von Virtualisierungsprojekten. Und dort sind folgende Produkte eigentlich immer im Fokus. Das Eagle Gateway, das Cloud Gateway ist enorm wichtig, weil man dort eben eine Konfiguration unabhängig vom Unternehmensnetzwerk mitgeben kann. Das heißt, der Benutzer meldet sich im Homeoffice an, hat sein Eagle mitbekommen oder ein UD Pocket zum Beispiel. Er macht eine Verbindung auf übers Internet und bekommt quasi eine Konfiguration aus dem Unternehmensnetzwerk ins Homeoffice gepusht. Das heißt, ich muss nichts vorbereiten. Das ist ein schöner Weg. Und was ziemlich cool ist, wie ich finde, das haben wir uns auch schon ein paar Mal in Projekten geholfen, der UD Converter. Das ist ein Tool, mit dem wir beispielsweise in einem Projekt alte Windows-Notebooks als Linux-Syn-Clients umkonfiguriert haben, die dann quasi übers Eagle-Management sicher konfiguriert werden konnten und eben auch genutzt. Das war einem Kunden sehr, sehr wichtig. Er sagte, ich habe die Hardware noch rumstehen, ich möchte aber nicht, dass die Windows nativ läuft. Und wir haben das darüber quasi umkonfigurieren können und haben echte Eagle daraus gemacht. Und das war wahnsinnig toll und erfolgreich. Und ein anderer Kunde von mir, insbesondere ganzheitlich Eagle verwendet, auch die nutzen das und die haben allerdings momentan über die Firma noch einen VPN-Client konfiguriert. Das heißt, sie melden sich von außen über einen integrierten VPN-Client innerhalb der Eagle-Firmware an und connecten sich dann auf eine Citrix-Umgebung und die pilotieren momentan mit dem Cloud Gateway.